In diesem Video. Oh, und oh nein! Oh nein, die Vorstellung, dass ihr beide eingelocht habt, du und dein Bruder, das ist ja auch nicht so. Oh, das wird ja immer schlimmer. Hallo Freunde, wir reagieren auf Unsympathisch TV wie jede Woche, also lasst ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich, männlich, beichte, dass ich durch Knossi-Stream spielsüchtig geworden bin und jetzt 3000 Euro Schulden habe. Meine Güte, 3000 Euro Schulden sind nicht die Welt, aber das ist natürlich trotzdem belastend. Heute wird es ganz, ganz übel. Bevor wir aber loslegen, erstmal in die Werbung. Mein RTL! Ich liebe dieses Intro immer noch. www.unsympathischer.de. Endlich ist der unsympathische Wetter mit buntem Aufstieg wieder verfügbar. Schlag zu, solange der Vorrat reicht. G steht für gönnen und für... gesund. Mein RTL! Luca hat mir wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, wir schauen, was der ein oder andere 14-Jährige da draußen so veranstaltet hat. Michi! Ich würde sagen, erste Beichte. Junge, dieser Clip, Alter, ist einfach... genial! Let's go! Ich, männlich 17, beichte, dass meine Freundin, weiblich 19, ich spare mir das Sprichwort, nur mit mir zusammen war, um meinen Bruder, männlich 18, zu sehen. Habe es erst gemerkt, als wir alle am Küchentisch gemeinsam saßen und sie ihn so angeschaut hat. Können wir nonstop. Habe sofort Schluss gemacht. Drei. Leute, der Einblend, ich hab den erst gar nicht gerafft, aber der war natürlich wieder schmackhaft. 3 Tage später saß sie wieder bei uns am Küchentisch, nur diesmal mit meinem Bruder. Und oh, das ist unangenehm. Oh, Scheiße, Digga. Das ist aber schon, ey, von ihr ist es schon Boss-Move, Digga. Oh Gott. Da gehen Grüße raus an weiblich 19, die sich durch den Bruder... Das ist ja auch komplett... Ah, das ist ja komplett übel, weil du musst dann die ganze Zeit am scheiß Esstisch die Ex-Freundin von dir sehen. Das ist ja komplett belastend. Oh, und oh nein, die Vorstellung, dass ihr beide eingelocht habt, du und dein Bruder, das ist ja auch nicht so, oh, das wird ja immer schlimmer, oh. Den anderen Bruder ergaunert hat, auch Grüße gehen raus an den Bruder, warte mal ganz kurz, was geht bei deinem Bruder? Wir bleiben drin! Ich, männlich 13, beichte, dass ich und meine Schwester 15 sich freuen, wenn unsere Eltern aus dem Haus sind, dann geht... Oh nein, Sweet Home Alabama, Alter. Jetzt nehme ich richtig los. Ich, männlich 12, warte, Stammbaum? Jetzt nehme ich richtig los. Oh nein. Oh, dieses Video ist ganz schlimm. Aber ich muss sagen, ich hatte richtig Bock darauf. Also, kann nicht wundern, wenn ich mich so abfeiere. Ja. Ich, männlich 12, beichte, dass ich von nimm 2 Lachgummis 3 genommen habe. This right here is my pretty boy swag. Ich, männlich 15, beichte, dass meine Freundin, weiblich 22, ich spare mir immer noch den Spruch, von mir 350 Kilometer weit weg wohnt und sie mich manchmal abholt und wir dann bei ihr schlafen und trinken. Meine Familie weiß nichts davon. Und solange weiblich 22 keine Psychopathin ist, darfst du dir offiziell von mir dafür die Faust abholen. Ich, männlich 18, beichte, dass ich keines deiner Videos ansehe, da ich alle bei Unge sehen kann. Stimmt. Ach so, oh mein Gott, gestrikt. Oh shit, stellt euch mal vor, unsympathisch TV würde sich einfach einen Scherz erlauben und würde ungespielt striken. 3-mal. Er könnte es machen. Dann wäre Unges Kanal RIP. Das wäre komplett belastend. Aber ich glaube, dann würde es auch erstmal vors Gericht gehen oder so. Also legit. Ich, männlich 18, beichte. Also dann würde der Kanal von Ungespielt gelöscht werden, ne? Nur, also ich denke, ihr versteht das. Dass ich durch Knossi Streams spielsüchtig geworden bin und jetzt Schulden von über 3000 Euro habe. Mensch, Kinder, spielt. Wer nicht spielt, ist dumm. Ich, männlich 21, beichte, dass ich Jura studiere und im letzten Semester einen One-Night-Stand mit einer weiblich 23 hatte. In der Prüfung Straf R3 sah ich sie dann wieder, wo sie die aufsichtshabende Dozentin war, die dann auch die Prüfung einsammelte. 4 Wochen später erfuhr ich dann mein Ergebnis. Nicht bestanden! Weil ich angeblich nicht mitgeschrieben hätte, weil nie eine Arbeit von mir abgegeben wurde. Und das ist eine...
Ganz, ganz üble Geschichte. Jetzt darf ich nochmal da hingehen. Zum 5. Mal, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich, weiblich 15, beichte, dass ich... Alter, Inscope hat sich optisch ja krank verändert, ne? Das ist echt heftig. ...den Hals meines Freundes, männlich 17, immer schminken muss, damit man seine Knutschflecken nicht sieht, weshalb er nicht mit seiner Familie ins Schwimmbad gehen kann. Viel Glück euch beiden noch. Hä? Das ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn man die Knutschflecken sieht. Das ist doch sogar... Kann man doch sogar Status draus sehen. Kann man sagen, so... Ah, guck mal, ich hab so geile Knutschflecken. Ich männlich 15 beichte, dass ich immer noch ein Trauma von den... Also sollte man bitte nicht genauso sagen, das wäre ja komisch. ...Tennis- und Baseball-Duell bei Wii Sports mit Matt habe. Ich männlich 20 beichte, dass... Oh. Ich hab das früher auch immer so gesuchtet, Alter. Wii Sport Boxen, Digga. Ich und mein Bruder immer haben uns das gegeben bis zum geht nicht mehr, Alter. Bis einer fast den Fernseher umgehauen hätte. Das war da immer die anders belastende Situation. Genauso wie diese hier. Dass ich mich extra immer mit meiner Freundin weiblich 19 streite, kurz bevor wir ins Kino gehen, weil sie sonst einfach nicht die hält und ich den Film nicht genießen kann. So herrscht dann immer Ruhe. Und Leute, an der Stelle bin ich komplett belastend. Ganz belastend. Raus! Yalla, goodbye. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht Teil dieses Kanals seid, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Bitte hier auch, also auf meinem Kanal, hier, da. Da unten findet ihr den Abo-Button, drückt ihn, denn ich reagiere auf jedes Video von Unsympathisch TV. Und wenn ihr es lustig findet, dann abonniert. Wenn ihr es nicht lustig findet, dann verpisst euch. Ich begrüße alle meine neuen Abonnenten. Hallo, die neu auf meinen Kanal gekommen sind. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja, dieser Clip ist so genial. Egal. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ne? Ey, ich habe mich so weggeschmissen, ich schwöre. Okay, das war, ey, das war wirklich eins der lustigsten Videos von Unsympathisch TV, was ich je gesehen habe. Also, hat mir richtig gut gefallen. Unsympathisch TV, richtig gut gemacht, mein Bruder. Das war richtig cringe, Alter. Oh, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ich verstehe auch nicht, warum ich das Ende immer so hart verkacken muss, Alter. Jedes Mal. Oh.